Hey, meine herzallerliebsten Zuschauer, willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect Legendary Edition Teil 1. Ja, ich begrüße euch zurück. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass ihr bei YouTube eingeschaltet habt. Ja, wir spielen weiter heute. Wir haben ja schon sehr viel erreicht in Mass Effect. Und mal gucken, was uns heute noch Schönes erwartet im BioWare-Universum oder Mass Effect-Universum. Ja, Shepard ist back. So. Endlich Feierabend. Gestern habe ich leider nicht mehr geschafft zu streamen, weil ich gut im Ess war. Musste noch ein Paket abholen, weil bei mir die Post es irgendwie nicht hinbekommt, Pakete zu liefern. Warum auch immer. Oder DHL, Post und DHL ist ja ein Unterschied. Meine Briefe kommen ja an. Gott sei Dank kommen die wenigsten an. Ja, und ich würde sagen, wir machen gleich weiter mit einer Hauptmission. Wir haben uns ja Liara freigeschaltet. So, hier haben wir auf jeden Fall noch was zu tun. Und ich würde sagen, wir fangen an in Noveria. Pferdekopfnebel. Und gucken mal, was uns da Schönes erwartet. Ich würde sagen, wir fliegen nach Pax. So, jetzt mal fangen wir erstmal an. Da können wir hin. Da können wir auch hin. Aber hier können wir nichts machen. Doch, wir können nach Noveria reisen. Aber ich will nochmal hier kurz hin. Das erstmal erkunden. Genau. Könnte ich hinreisen, das merken wir uns mal fürs nächste Mal. Da könnte ich auch hinreisen. Gut, dann würde ich sagen, erstmal nach Noveria. Die Quest machen, landen. Landekontrolle, hier ist die SSV Normandy. Bitten um Landeerlaubnis. Normandy, Ihre Ankunft ist nicht geplant. Unsere Verteidigungssysteme sind aktiviert und auf Sie gerichtet. What? Ihre Ankunft. Eine Zitadellmission. Wir haben einen Spectre an Bord. Landeerlaubnis erteilt, Normandy. Bitte richten Sie sich darauf ein, dass wir nach der Landung Ihre Identifikation kontrollieren werden. Wenn diese Identifikation nicht autorisiert ist, werden wir Ihr Schiff beschlagnahmen. Sehr gastfreundlich. Hier ja. Werde ich meinen nächsten Urlaub verbringen. Ich fühle mich auch schon richtig wohl. Ja, das kann ja nicht jeder nett sein, wa? Gut, wir haben ein Ziel. Muss ich nochmal gucken, wo es hier rausging. Hä? Achso, der Fahrstuhl war ja hier, genau. Nee, bin ich jetzt blöd? Kann ja auch vorne rausgehen, oder? Ja, wie bin ich heute ein bisschen verpeilt? Jetzt. So, wir werden auf jeden Fall Liara mitnehmen. Definitiv. Und dann glaube ich, nehme ich noch Talisora mit. Dann sind wir so, was Hacken angeht und so. Ja, sind die beiden im Moment am besten. Ich brauche auf jeden Fall noch jemand, der Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Eine Technik und sowas auf dem Kasten hat. Wir gehen nochmal kurz auf Squad.
Ja, obwohl Yara hat eigentlich, na nee, die hat gar nicht Elektronik. Deswegen ist es immer gut, wenn wir sie dabei haben, weil sie halt dechiffrieren kann und Elektronik und so. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Ja. Deswegen wird das auch erstmal mein Hauptteam sein. Weil die halt nützlich sind. Ich will hier wirklich alles mitnehmen. Was geht? Da warten sie schon auf mich. Das ist weit genug. Kann ich Ihnen helfen? Stimmt was nicht, Officer. Sie sollten hoffen, dass dem nicht so ist. Ihr Eintreffen wurde nicht angekündigt. Ich brauche Ihre Papiere. Wer sind Sie? Sie zuerst. Wir sind hier das Gesetz. Erweisen Sie uns Respekt. Ich bin Captain Maeko Matsuo. Schutz, Abwehr, Fürsorge, Elanus. Der Rat schickt mich. Ich bin Inspektor. Mein Name ist Shepard. Blödsinn, Ma'am. Wir müssen das überprüfen. Sie sollten wissen, dass Schusswaffen auf Noveria nicht gestattet sind. Sichern Sie Ihre Waffen, Sergeant Sterling. Es wäre unklug, unbewaffnet nach den Geth zu suchen. Ruhig bleiben, Leute. Ich will keinen Kampf anfangen. Bin direkt hinter Ihnen. Ist die Panzerung in gutem Zustand? Captain Matsuo, halten Sie sich zurück! Wir haben Ihre Identität bestätigt. Spectre sind autorisiert, hier Waffen zu tragen, Captain. Sie können passieren, Spectre. Hoffentlich verläuft der Rest Ihres Aufenthalts ruhiger. Parasini-San wartet oben auf Sie. Benehmen Sie sich. Boah, ich mag Sie nicht. Was ist mit dir los, Kyra? Verschwinden Sie von hier. Ja, ja, du mich auch, ey. Ist das eine blöde Funze? Ich bin sicher, dass Parasini-San all ihre Fragen beantworten wird. Okay, sind nicht sehr gesprächig hier. Was finden die von hier? Mein Planet. Ich nur mal um wegen Sachen zum Hacken. Oder Codex. Codex ist auch mal gut. Codex. Hallo. Achso, mit Ihnen kann ich gar nicht reden. Doch, sprechen Sie mit Garin? Hä, ist das für ein Bug? Ich bin Jana Parasini, Administrator Anolea. Ach so, sie ist es, okay. Wir entschuldigen uns für den Zwischenfall an der Andockbucht. Danke fürs Durchschleusen. Ich weiß Ihre Hilfe zu schätzen. Gern geschehen. Ihnen sollte klar sein, dass unsere Sicherheitschefin nur ihre Arbeit gemacht hat. Zu meinen Pflichten gehört die Einweisung von Neuankömmlingen. Haben Sie irgendwelche Fragen? Warum sind hier so viele Wachen? Das ist ziemlich viel Sicherheit für so einen kleinen Raumhafen. Die Direktoren tun alles, was in ihrer Macht steht, um die Unternehmen unserer Klienten zu schützen. Ich werde vielleicht lästig. Meine Untersuchungen dürfen nicht gestört werden. Sehen Sie sich vor, sonst begraben die Direktoren Sie unter Anklagen. Dann werden Sie einen Asari-Anwalt brauchen. Pff. Ich hörte, hier wäre ein Gif. Geht? Ist hier vor kurzem etwas Ungewöhnliches passiert? Etwas Ungewöhnliches? Eine Asari-Matriarchin kam vor einigen Tagen vorbei. Lady Benesia. Benesia? Ist sie hier? Ich muss mit ihr reden. Kann ich mit ihr reden? Benesia reiste vor einigen Tagen zum Komplex auf Gipfel 15. Soweit ich weiß, ist sie immer noch dort. Ich brauche die Koordinaten. Können Sie mir sagen, wie ich da hinkomme? Sie brauchen Administrator Anoleis Freigabe, um den Raumhafen verlassen zu können. Okay. Wo ist Anoleus? Wo finde ich den Administrator? Sein Büro ist auf der Hauptebene. Oben links neben dem Fahrstuhl. Vielen Dank. Verstanden. Können wir jetzt reingehen? Natürlich.
Kommen Sie zu mir ins Büro des Administrators, wenn Sie Hilfe brauchen. Sie ist hier. Ich kann es nicht glauben. Ich dachte mir, dass Sie mit mir reden wollen, Shepard. Über meine Mutter. Keine Sorge. Nein, ich vertraue Ihnen, Liara. Sie sind zwar nicht beim Militär, aber ein Teil meiner Crew. Danke, Shepard. Das bedeutet mir sehr viel. Ja, so bin ich. So. Da sind wir gekommen. So, aktivieren wir den Fahrstuhl. Raumhafen, dem angesehensten Ort der Galaxis für unabhängige wissenschaftliche Forschung und Entwicklung. Zu Ihrer eigenen Sicherheit und um die Privatsphäre anderer zu schützen, haben Sie allen Anweisungen des Sicherheitspersonals Folge zu leisten. Wenn Sie noch Fragen oder Bedenken haben, so stehen Ihnen unsere freundlichen Verwaltungsangestellten jederzeit zur Verfügung. Vielen Dank und einen angenehmen Aufenthalt. Ja, Geschäftsfrau. Die Manager haben uns vor Ihnen gewarnt. Natürlich hat man hier auch noch Nebenaufgaben, die werden wir natürlich alle machen. Hallöchen. Diese Person grüßt Sie. Sie sind der Spectre, der den Hanshan-Raumhafen besucht. Warum haben wir beide die gleiche Stimme? Neuigkeiten verbreiten sich hier schnell. In der Tat, werter Spectre, Ihre Ankunft hat bei den Firmen hier nicht für Freude gesorgt. Das ist sehr gruselig. Diese Person trägt eine Last, die Sie erleichtern könnten. Wenn wir uns einigen, würde diese Sie auch entschädigen. Diese Person hat für einen Kunden einen besonderen Gegenstand besorgt, der auf der Station allerdings verboten ist. Aber Sie könnten ihn durch den Zoll bringen. Ich soll also schmuggeln. Sie wollen meinen Status für einen Schmuggel ausnutzen. Das ist nicht inkorrekt. Inhalt. Ich befördere nichts, dessen Inhalt ich nicht kenne. Diese Person muss diskret bleiben. Seien Sie versichert, dass der Inhalt für niemanden hier eine Gefahr darstellt. Empfänger. Ich will wissen, für wen das Paket bestimmt ist. Der Kunde zieht es vor, anonym zu bleiben. Sie müssen mich verstehen. Es wäre töricht, dies zu tun, ohne zu wissen, ob ich damit nicht meinen Feinden helfe. Ihre Worte klingen nicht unvernünftig. Der Kunde ist der Kroganer, der Inamorda genannt wird. Er ist ein Kopfgeldjäger mit einem gewissen Ruf und leicht erregbar. Ist Ihnen die Dringlichkeit bewusst? Die Verzögerung sorgt für einige Unruhe. Nein, das klingt nicht gut. Ich soll das Gesetz aufrecht erhalten, nicht brechen. Diese Person versteht. Das Angebot bleibt bestehen. Dieser kann wirklich Hilfe gebrauchen. Was war das für ein Job? Erzählen Sie mir nochmal von dem Job. Diese Person hat für einen Kunden einen besonderen Gegenstand besorgt, der auf der Station allerdings verboten ist. Aber Sie könnten ihn durch den Zoll bringen. Hm. Nee, ich lasse es lieber. Ich denke darüber nach und melde mich später wieder. Diese Person fleht Sie untertänigst an, noch einmal über seine Bitte nachzudenken. Ja, nachdenken. Die Manager haben uns vor Ihnen gewarnt. Sie sind der Spectre, ja? Wir dürfen nicht mit Ihnen reden. Was? Ich im Kindergarten. Tja. Die sind ja blöd.
Entschuldigung. Ich würde gern kurz mit Ihnen reden. Aha, man will mit uns reden? Der Mann an der Hotelbar. Sein Name ist Rafael Vargas und er ist Handelsvertreter bei Binhex. Ich möchte, dass Sie mit ihm reden. Sind wir uns schon begegnet? Wissen Sie, wer ich bin? Jeder hier weiß, wer Sie sind, Witzbold. Darum sind Sie ja auch ideal für den Job. Sie sind eine bekannte Größe. Jedenfalls wird Vargas das denken. Er wird annehmen, dass Sie hier sind, um die schmutzige Wäsche der Firma zu untersuchen. Und genau das wird ihn von Ihren, meinen wahren Absichten ablenken. Warum geht das nicht? Er ist doch gleich da vorn. Warum reden Sie nicht selbst mit ihm? Ich wünschte, ich könnte es. Aber ich hab's mir schon selbst versaut. Er hat gemerkt, dass ich keine echte Käuferin bin. Warum ich? Was ist hier los? Ich weiß rein gar nichts über Binhex. Worüber soll ich mit Vargas reden? Ich repräsentiere den Aramali-Stadtrat auf Tessia. Unsere Stadt ist bekannt für die Herstellung von biotischen Verstärkern. Wieso interessiert sich Ihre Stadt für Binhex? Die stellen keine Verstärkungen her. Die Arbeit von Binhex dreht sich zum großen Teil um Biotiken. Gerüchten zufolge hat sich der Noveria-Zweig auf Asari-Biotiken spezialisiert. Extrem starke Biotiken. Für das Militär, um genau zu sein. Wir wollen alle möglichen Risiken für Asari-Rechte einschätzen können. Sie sollen sich als Käufer vorstellen. Im Namen der Allianz oder der Spectres. Ihre militärischen Erweiterungsprogramme diskutieren. Ihre wahre Aufgabe ist es allerdings, ihn abzulenken. Ich werde Ihnen ein Gerät geben, mit dem Sie sich in sein persönliches drahtloses Netzwerk einklinken können. Es wird eine Reihe von Überwachungsviren hochladen, die dann Binhex infiltrieren, wenn er sich das nächste Mal in Ihr Intranet einloggt. Ist das illegal? Glauben Sie, diese Uniform sei nur Show? Meine Aufgabe ist es, das Gesetz zu schützen, nicht es zu brechen. Glauben Sie, dass sich Binhex an alle Gesetze hält? Dass Sie keine anderen Firmen ausspionieren? Das ist keine Entschuldigung. Was Sie möglicherweise woanders machen, rechtfertigt nicht, was ich hier gegen Sie unternehme. In Ordnung, Spectre. Ich verschwinde dann mal. Du Verbrecher hier. Guten Tag. Setzen Sie sich und trinken Sie was. Was kann ich für Sie tun? Wer sind Sie? Und wer sind Sie? Lorikin. Ich bin der momentane Leiter des Büros von Synergy. Seltsame Antwort. Momentan. Mr. Anoles hat mein Büro geschlossen. Er behauptet, Berichten über meine Korruption nachzugehen. Der Administrator ist ein interessanter Mann. Er ist ziemlich reich geworden, seitdem er die direkte Kontrolle über die Mieten hat. Ein interessanter Zufall. Da gibt es wohl einen Zusammenhang. Allerdings, ich habe Beweise für Anoles Machenschaften. Er heuerte Schläger an, die in meinem Büro danach suchten. Ich vermute, dass ihr Ziel außerhalb dieses Raumhafens liegt. Mr. Anoles hätte was dagegen, sie umherstreifen zu lassen. Wenn Sie mir die Beweise aus meinem Büro holen, erhalten Sie meinen Garagenpass und einige Credits. Okay. Funktionierende Karte? Warum hat Anoles Ihre Karte nicht sperren lassen? Warum sollte er? Da draußen gibt es nichts als Schnee und hungrige Natak. Passausgabe? Wie sind Sie an einen Pass gekommen? Ich bin Manager. Die meisten leitenden Angestellten können nach Belieben kommen und gehen. Das klingt doch gut. Haben Sie einen Plan? Den habe ich. Allerdings gibt es da noch ein, wie sagen Sie Menschen doch gleich, Haar in der Soße? Es könnte erforderlich sein, gewaltsam gegen Mr. Anoles Schläger vorzugehen. Mitglieder des Sicherheitsteams von Hanshan haben mein Büro durchsucht. Er bezahlt sie insgeheim. Miss Matsu weiß nichts von dieser Nebenbeschäftigung. Das kann ich nicht tun. Wenn ich die Wachen töten muss, kann ich ihnen nicht helfen. Sie sind hier immer noch das Gesetz. Das stimmt. Aber ich muss hinzufügen, dass Miss Matsu diese Nebenjobs missbilligt. Ich bin hier, falls sie ihre Meinung ändern. Ich wüsste nicht, was ich sonst tun könnte. Knifflig. Kann ich Ihnen helfen? Sie sind der Spectre, ja?
Wir dürfen nicht mit Ihnen reden. Was für ein Angebot haben Sie Ihnen gemacht? Ich sollte lieber keine Zahlen nennen. Sie geben diese Gesinnung gerne raus. Sämtliche Sonderleitungen. Oh, sicher. Hallo? Tut mir leid. Der Zutritt zum Hotel ist nur Firmenmitarbeitern gestattet. Du mich auch. Nicht aufheben. Großer Bruder, ich bin's. Was wollen Sie? Über Opold reden. Ich hörte, dass Opold etwas für Sie hat. Sollte mich das interessieren? Sind Sie sein Kurier oder was? Noch nicht. Nein, aber vielleicht bald. Ich könnte der König des Weltraums sein. Verschwinden Sie. Blöd, Mann. Ach, fuck. Okay. Was auch immer jetzt passiert ist. Ich kann Sie nicht reinlassen. Sie können gerne im Café Platz nehmen. Ja, bla. Kann ich Ihnen helfen? Dachte, hier geht's noch irgendwo hin. Schon wieder da? Was kann ich heute für Sie tun? Ah. Haben Sie vor kurzem eine Asari-Matriarchin gesehen? Ja, sie hat für einen ziemlichen Aufruhr gesorgt. Es kommt nicht jeden Tag eine Matriarchin mit einer Horde Soldaten an. Ist das so merkwürdig? Ist es so ungewöhnlich, eine Matriarchin zu sehen? Sie verlassen nur selten den Asari-Raum. Da ist es überraschend, eine so hochgestellte Persönlichkeit zu sehen. Lady Benicia war ihrer Position entsprechend gekleidet. Eine Asari in Nadelstreifenanzug lässt unter den jüngeren Männern Gerede aufkommen, gewissermaßen. Jüngere Männer sind oft auf ungesunde Weise besessen von meiner Spezies. Sie lassen Soldaten rein? Sind bewaffnete Soldaten auf Noveria erlaubt? Ich weiß nicht, ob sie entwaffnet wurden. Biotikkräfte kann man natürlich nicht konfiszieren. Saren ist eine wichtige Person und somit auch Benicia. Er ist ein Investor, der seine Aktien verkaufen könnte, wenn man ihm was verweigert. Was will sie hier? Wissen Sie, warum Benicia hier ist? Sie behauptet, Sarens Assistentin zu sein und ein Projekt in Ordnung bringen zu müssen. Ich schätze, sie meinte Gipfel 15. Ich habe noch eine andere Frage. Menschen haben immer zu Fragen. Ich sollte mal ein Buch darüber schreiben, wenn ich Zeit dazu finde. Es geht um Ihr Problem. Ich habe über Ihre Probleme mit Anuleis nachgedacht. Wirklich? Gehen wir es nochmal durch. Könnten Sie Ihre Probleme nochmal beschreiben? Der Administrator verlangt von den Firmen auf Noveria einen Prozentsatz der Miete. Ich habe Beweise für Anuleis Machenschaften. Er heuerte Schläger an, die in meinem Büro danach suchten. Ich vermute, dass Ihr Ziel außerhalb dieses Raumhafens liegt. Mr. Anuleis hätte was dagegen, Sie umherstreifen zu lassen. Wenn Sie mir die Beweise aus meinem Büro holen, erhalten Sie meinen Garagenpass und einige Credits. Hm.
Ja, dann machen wir das doch. Haben Sie einen Plan? Den es. Er bezahlt sie insgeheim. Miss Matsuo weiß nichts von dieser Nebenbeschäftigung. Wenn ich die. Ich bin hier, falls Sie Ihre Meinung ändern. Mann. Ich wüsste nicht, was ich sonst tun könnte. Schon wieder da? Was kann ich heute für Sie tun? Ich habe über Ihre Probleme mit. Wirklich? Kann ich irgendetwas tun? Ich bin. Es. Er bezahlt sie insgeheim. Miss Matsuo weiß nichts von dieser Nebenbeschäftigung. Wenn er sie unter der Hand... Die Beweise sind... Und vermeiden Sie Blutflecken auf dem Teppich, ja? Hahaha, Witzbold. Oh, ich bin irgendwie ein bisschen zu müde heute zum Zocken. Ich werde auch gleich Feierabend machen. Ne? Irgendwie bin ich richtig, richtig müde. Ja. Ist auch nicht. Nach der Arbeit ist immer. Hat man nicht immer so viel Lust zum Spielen. Ist manchmal nicht so einfach. Ja, ich glaube, ich mache hier mal ein Päuschen. Vielleicht komme ich nachher nochmal live. Aber wie schaffe ich das heute nicht? Bin richtig müde. Ich kipp hier gleich weg, ja. Na gut, Leute. Dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss.